Shalom Aleichem. Endlich beim sechsten Tag, dem Tag, wo der Mensch geschaffen wird. Und da gibt es so viel, oder gäbe es so viel zu sagen, dass ich diesmal vielleicht mal in den Pausen gelegentlich in den Text gucken werde, ob mir nicht noch was einfällt, über das es zu sprechen sich doch lohnen würde. Schauen wir mal, wo es hinführt, wie immer. Insofern. Bibel mal bereitlegen. Damit es auch ein Pfeifenmonolog wird, heute Yom HaShishi, der sechste Tag, die sechste Frucht, wie schon gesagt, das Olive, der Olivenbaum, die Olive, das hier die entsprechende Olivenholzpfeife, das meist zugeordnete Tierkreiszeichen dieses sechsten Tages wäre dann auch Virgo, die Bacille, die Betula, die Jungfrau. Und Virgo, da passt dann Virginia Tabak dazu, in diesem Fall, ohne jetzt irgendwelche Werbung machen zu wollen. Ein Virginia Mix mit noch ein bisschen würzigem Perique und Kentucky dazu. Das ist ein schöner Brauch vor Beginn des Schabbes in den Mittags-Nachmittagsstunden des sechsten Tages. Wie es wohl von irgendeinem Rebbe erzählt wird, sich noch einmal in den Rauch einer schönen Pfeife einzuhüllen, um sich darin quasi zu verbergen vor dem Feind, der eben besonders an diesem Höhepunkt des sechsten Tages, an diesem Freitagnachmittag, auf der Lauer liegt und dann als die Schlange in der Paradiesgeschichte auch auftaucht und zuschnappt und zum Gespräch verführt. Und davor bewahre uns Gott und deshalb mögen wir uns in den Rauch des Genusses und der Freude an diesem Leben, in dieser Welt hier einhüllen, um so geschützt, bewahrt, behütet in den siebten Tag einzugehen. In diesem Sinne. Gerade jetzt für diesen sechsten Tag ist es nochmal, denke ich, angemessen, darauf hinzuweisen, dass die Voraussetzung doch schon irgendwo ist, dass bisher in diesen Pfeifenmonologen Gesagte mindestens mal im Hinterkopf oder im Herzen besser zu bewahren, präsent zu haben, soweit möglich. Und gerade jetzt bei diesem sechsten Tag und dem eben schon angesprochenen Freitagnachmittag und dieser Gefahr der dämonischen Mächte, die da auf den Menschen einströmen, ihn bedrohen, verführen wollen. Da wurde schon sehr ausführlich drauf eingegangen, unter den Schlagworten El Shaddai, dem Gott, der sagt, es reicht, der eben Einhalt gebietet, diesen in die Verkörperung im Menschen strebenden geistigen Kräfte, also diese gefallenen geistigen Kräfte. Und es möge dann bitte diese Videoausschnitte bei YouTube auch in Anspruch genommen werden, um das nochmal sich vor Augen zu führen. Aber vielleicht an der Stelle darauf hingewiesen, dass nachdem ich nochmal im Midrash Bereshit Rabbah geguckt habe, auch diese ganze Thematik schon dort, also in dem sehr populären Teil der mündlichen Überlieferung, der eigentlich jedem, der sich ein bisschen mit sowas beschäftigt, auch bekannt sein dürfte, schon in diesen sehr populären Bereichen finden sich diese Hinweise darauf, dass eben bei so Sachen wie, warum steht da Naase Adam, lasst uns einen Menschen machen, also in der Wir-Form grammatisch geschrieben, ich glaube Vers 24 dürfte das sein, und dann wird als Antwort sowas gegeben wie, ja, weil er beriet sich, also der Ewige, der Heilige gelobt sei, beriet sich mit den Engeln des Dienstes, mit den damit einhergehend mit dieser Schaffung des Menschen berät sich der Ewige, der Schöpfer, mit allen geistigen
Wesenheiten im Himmel, wie man so sagt. Und da steht dann auch schon in diesem besagten Midrash, dass dann die eine Hälfte der Engel dafür war, die andere dagegen. Es wird dann noch ein bisschen hin und her formuliert, ausgeführt, ein paar Details dazu gegeben. Aber so als Grundaussage kann man da schon aus diesem, wie gesagt, sehr populären Midrash das rauslesen, was dann jemand wie Friedrich Weinreb sein Andenken zum Segen sehr ausführlich und sehr schön für die heutigen Denkweisen quasi übersetzt in unsere Zeit, in unsere Sprache. Und eben das ungefähr dann, was auch hier jetzt bei YouTube auf diesem Kanal zusammengefasst zu diesem El Shaddai-Begriff noch einmal wiedergegeben wird und zu diesem ganzen Geschehen am sechsten Tag, zu diesem Fall des Menschen, der Menschheit und was da als Fall im Himmel, als Krieg im Himmel vorher sozusagen, bitte wieder nicht zeitlich nur verstehen, vonstatten geht, dieses in Gottes eigener Seele sich widerstreitende Ja oder Nein zur Schöpfung des Menschen und dann der Kompromiss sozusagen, sich der Barmherzigkeit bedienen, des Maßes oder der Eigenschaft der Barmherzigkeit. Das also nur so als Vorweg Warnung oder Bitte, sich diese Dinge schon vor Augen geführt zu haben. Die Beschreibung im Bibeltext beginnt also wieder mit einem Wort Gottes. Bei Eumeir Elohim, Toize Oretz Nefesh Chaya Lemina, O Behema, Veremes, Vechaito Eretz Lemina, Vaihichem. Also, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig zitiert. Also, da werden aufgezählt vier Dinge. Und danach, wenn gesagt wird, was dann tatsächlich gemacht wird, Vaihas Elohim, da tauchen dann nur drei auf. Auch darauf weist eben dieser Midrash Bereshit Rabbah hin, dass dann eben nur drei und nicht die vier zunächst ins Leben gerufenen Dinge erschaffen werden. Und es wird dann so erklärt, wieder hier der Hinweis auf die El Shaddai-Thematik, dass Gott schon mit seinem Wort eben die Seelen erschaffen hat, dieser vier Dinge, aber das vierte dann nicht gemacht wird, im Sinne von dem Vaya'as Elohim, da werden dann nur die drei gemacht und das vierte, was also nur eine Seele geschaffen bekommen hat, aber nicht den dazugehörigen Körper, um sich hier verkörpern zu können, in dieser niedersten, dichtesten, materiellsten Welt, das sind eben die Dämonen, die dann eben versuchen, diesen Angriff auf den Menschen zu führen, um vermittels des Menschen sich dann doch hier verkörpern zu können. Und die ganze Thematik von den Gotteskindern, die sich mit den Menschentöchtern paaren, woraus dann diese Gefallenen oder die Fehlgeburten hervorgehen, die Riesen, die Hochgerühmten, die Männer des Namens und so weiter. Vielleicht der Hinweis noch, dass da die Männer des Namens, die Anashim Hashem oder Anashei Hashem genannt werden. Und Anashim ist eben schon diese Mehrzahlform von Adam. Es gibt nicht Adamim oder sowas. Adam, der Mensch. Man kann höchstens sagen Bnei Adam. Aber das ist dann eben die Söhne von Adam, von dem Menschen. Das ist schon, sagen wir mal, dass er noch dem Geistigeren nähere, dem, dem Gottesgleichnishaften Adam. Dagegen aber Anashim ist eher von so einer Wurzel abzuleiten, die Sterblichen könnte man es übersetzen, oder die Kranken, die Kränkenden. Vielleicht wurde schon mal was dazu gesagt, hier nochmal wiederholt. Also diese Männer von Namen sind eben schon die Sterblichen von Namen. Das, so riesig sie auch sein mögen, so gerühmt und berüchtigt sie auch sein mögen, sie sind dennoch das, was schon das Zersplitterte, das Kränkelnde ist hier. Und das eben unter anderem eine der Konsequenzen dieser Verführung am sechsten Tag, am Nachmittag, dass eben dieses Sterblichsein, der Tod eben, Einzug erhält in die Schöpfung. Nun wird auch gesagt, dieses Nefesh Chaya, was in diesem ersten Vers des sechsten Tages gesagt wird, also was Gott in die Existenz spricht, Nefesh Chaya Lemina, nach seiner Art, nach ihrer Art, weibliche Form, Nefesh Chaya, laut, es ist glaube ich ein gewisser Rabbi El-Azar, ist mit dieser Nefesh Chaya
der Geist des Urmenschen gemeint. Also etwas, was eigentlich schon von Anfang an da ist, schon quasi von vor der Schöpfung, wie dann an anderer Stelle noch ausgeführt wird, was aber hier eben durch dieses Tozeo Oretz, es bringe hervor die Erde, oder es bringt hervor die Erde, es ist ständig am Hervorbringen die Erde, diese Nefesh Chaya Lemina nach ihrer Art. Also man könnte dieses Lemina zum Beispiel dann auch auf die Oretz, auf die Erde beziehen. Nach der Art der Erde wird diese Nefesh Chaya immerzu wieder hervorgebracht. Dieser Geist des Urmenschen wird also quasi durch dieses Ich will, dieses Ani Roitze Oretz, Arutz, dadurch wird es immerzu hervorgebracht, dass dieser Menschengeist, dieser ursprüngliche Menschengeist eben hier erscheint. Und dadurch kommt dann eben auch die Zersplitterung dieses eigentlich einen Menschen, dieser einen Menschheit in die Vielheit letzten Endes zustande, wenn das Ganze eben in die Zeit gegossen wird, sagen wir mal. Das ist dann eben dieser Sturz in den siebten Tag. Hier sind wir noch in dem Ursprung, am sechsten Tag, der ja auch die Sphira Yesod ist oder dem zugeordnet ist. Und Yesod, wie schon oft gesagt, das Fundament, da wo das Sod, das Geheimnis auch drin steckt und eben die Grundlage bildet für den dann siebten Tag, der anbricht und das unsere äußere Welt meint, in diesem tieferen Verständnis. So dass diese Nefesh Chaya, wenn wir es hier jetzt als den Menschengeist verstehen, nicht geschaffen wird an diesem sechsten Tag, sondern dort eben von der Erde hervorgebracht wird. Hier in die irdische Existenz, wo alles mit dem Ich-Will, mit diesem Eigenwillen, dem Ego-Willen ausgestattet ist, wo das eben seine Wurzel hat. Also alles, was vorher war, die Vögel und die Fische in dem mythischen Bild, die Neshama und die Nefesh in dieser Grundanlage, in die ganze Schöpfungsgestaltung aufgespannt zwischen den oberen und den unteren Wassern, das ist zwar schon das menschliche Seelische, aber dem ermangelt es sozusagen noch an diesem Ich, an diesem Individuellen. Es ist erst einmal das ganze Potenzial an Seelischem, das, was an diesem fünften Tag, also an dieser Schicht, noch etwas unter der Schicht des sechsten Tages erscheint. Und die Individualität und damit eben auch die Bewusstheit, in dem Sinne, wie wir es, dieses Wort verstehen, das Vollbewusste sozusagen, das Wachbewusstsein, das ist dann eben erst die nächste Schicht, diese sechste Schicht, die Schicht des sechsten Tages, das, was dann das Fundament sein kann für diese äußere Welt des siebten Tages, für diese Olam Haseh, auch für diese Welt eben, die Olam Haseh, die Welt der Einbildung, der Imagination, der Lüge, Olam Hasheker. Und das ist eben nur möglich, wenn zur Grundlage dieses Erwachen, dieses Geöffnetwerden der zwei Augen geschieht, dieses in die Dualität, in die Entweder-Oder-Wahrnehmung zersplittert werden und hinabstürzen eben. Deswegen ist eben auch das ganze Geschehen, was dann im sogenannten zweiten Schöpfungsbericht erzählt wird, die Geschichte vom Paradies, von der genauen Konstitution des Männlichen und Weiblichen als Mann und Frau tatsächlich, die einander gegenübergestellt werden, um eben miteinander ins Gespräch zu kommen und dann eben die Verführung durch die Schlange und der Fall, die Vertreibung aus dem Paradies, die sogenannte. Das alles ist eben schon nach diesem jüdischen Verständnis, Verständnis der Überlieferung, auch in diesem ersten Schöpfungsbericht am sechsten Tag angesiedelt, auch wenn manche modernere Interpretation versucht, das irgendwie auseinanderzureißen und das eine hätte nichts direkt mit dem anderen zu tun. Das wäre natürlich wieder ein Entweihen der Heiligen Schrift, denn die Heilige Schrift ist eben ein Ganzes, ein Heiles eben. Und da gibt es nicht irgendwie, ja, der Autor hat es zu anderer Zeit geschrieben, in anderen Kulturverhältnissen, deswegen wird sich da die Weltschöpfung anders vorgestellt und Psi-Psa, will ich nur sagen. Ja, es mag ja sogar historisch, wenn man es so nur betrachten will, irgendwie so zustande gekommen sein, aber dann redet man eben nicht von der Heiligen Schrift, da redet man nur von den Menschen, die eben schriftliche Abschattungen dieser Heiligen Schrift hier und da in der Zeitgeschichte verfasst haben, wie dann eben mit dieser Brille des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse, des
Baum ist, der Frucht macht, aber nicht schon die Frucht selber ist. Mit dieser Entwicklungsbrille, mit dieser Entwicklungssicht betrachtet, mag das sich dann so zeigen, eben in der Entfaltung. Aber das ändert nichts daran, dass das Endergebnis auch dieser Entwicklung das steht, was schon immer im Kern vorhanden ist. Und das ist die wahre Teure, die wahre Tora, die ewig ist, die keinen Anfang, kein Ende hat, die kein Vorher, kein Nachher kennt und die eben auch nicht irgendwann in der Zeit erst geschrieben wurde. Da wurde sie aufgeschrieben und so ist sie auf uns gekommen in dieser Welt des Mangels eben. Aber das ändert nichts daran, dass diese zwei sogenannten verschiedenen Schöpfungsberichte unterschiedliche Perspektiven nur auf ein und dieselbe Kernthematik sind. Und deswegen müssen wir eigentlich jetzt hier an diesem sechsten Schöpfungstag des ersten Schöpfungsberichtes auch noch den ganzen zweiten Schöpfungsbericht irgendwie mit einbeziehen. Und tun wir ja auch indirekt mindestens, weil das eben eigentlich noch eine ausführliche, detailreiche Ausmalung eben dieses sechsten Tages ist. Aus anderer Perspektive, genau umgedreht sozusagen, von der Erde her beschrieben, anstatt vom Himmel her. Und deswegen dann auch alles sich anders herum zeigend. Also da tritt der Mensch als allererstes auf. Er wird geformt aus der befeuchteten Erde und erst dann werden die Tiere geschaffen um ihn herum und so weiter. Während dem ersten Schöpfungsbericht, dass er am sechsten Tag genau andersrum ist, da wird eben erst die Landtierheit geschaffen, von der wir gerade schon geredet haben. Und der Mensch in der sogenannten zweiten Hälfte, also man könnte sagen, die Tiere werden in der Nachthälfte geschaffen und dann der Mensch in der Taghälfte des sechsten Tages. Nun aber noch einmal ein bisschen drauf eingehen. Wir hatten schon mal angesprochen, dass diese ganzen Bezeichnungen für Tiere eben in erster Linie, will man fast sagen, auf geistige Wesenheiten und damit auch etwas in jedem Wesen und in jedem Menschen konkret anzutreffendes ist, so wie wir schon von den Vögeln und den Fischen, von den flatterischen, flatterhaften, flatternden Wesenheiten in den oberen Wassern und den sich regenden, windenden, eben fischhaften Wesenheiten in den unteren irdischen Wassern gesprochen haben, so kann man jetzt eben auch diese, lass mir die Nefesh Faya, ist immer noch außen vor, sprechen über die Behema, über die Eremes und über die Chayeto Eretz, also die Chaya, dieser Begriff des einfach nur Lebens, aber ohne die Eim-Endung, nicht Chaim, wie das Leben schlechthin, sondern Chaya, das ist auch das wilde Tier, eine Katze ist ein Chaya, ein Tiger, ein Löwe ist ein Chaya und eben explizit ein Chaya Eretz oder Chayat Eretz oder auch des Feldes, Chayat Hasadeh oder sowas, also ein wildes Tier im Gegensatz zu Behema. Behema, das ist eher das Rind, also das nicht nur das Rind, sondern so das Landtier im Sinne von, was noch Nutzvieh werden kann oder ist. Und Remes wiederum ist dann das Gekrieche, Gekräusche, Gefleusche, Gewürm, also Remes, Haromese, das Gekrieche, das herumkriecht und kreucht und fleucht. Das ist ungefähr entsprechend so vom gefühlsmäßigen Bild her auch dem Sheretz, was schon am fünften Tag erwähnt wurde, dass also dieses sich Winden und Regen einfach und Wimmeln, was auch immer mit einer Vielheit assoziiert ist, das ist eben auch hier an diesem sechsten Tag dann das Gewürm und Gekrieche des Feldes. Also wenn wir es jetzt in der modernen Botanik, in der modernen Zoologie beschreiben wollen, dann ist es halt so die Insektenwelt. Die, ja. Vielleicht nochmal auf den Unterschied eingehen von Chaya und Chaim, also das Leben im Sinne von das konkrete, ganz handfeste Leben eines Tieres, eines lebendigen Tieres und Chaim, was eben das Leben ist, zum Beispiel Lechaim, aufs Leben, hin zum Leben oder Chaim Toivim, also das gute Leben einfach. Also so ein Pluralwort, was dann als Dualwort gedeutet wird, in diesem Eim-Klang.
und dem gesagt wird, es ist eben, das wahre Leben ist eben zweiseitig. Es ist das Leben hier diesseits und aber auch das Leben in der wahren Welt, in der anderen Welt, der Welt, die kommt, die immer am Kommen ist. Und das ist eben das jenseitige Leben. Aber dieses beides bildet eine Einheit, gerade im menschlichen Leben. Deswegen ist das menschliche Leben immer dieses Chaim. Und die Chaya dagegen, das wilde Tier, das ist eben gerade nur die eine, nur die diesseitige Seite sozusagen. Also das, was eben hier erscheint, das Erscheinende dieses Lebens und das Verborgene, die himmlische Dimension alles Lebens, das ist eben verborgen hier in dem Erscheinenden. Und wenn wir nur von den Chayot reden, von den hier wild erscheinenden Tieren, dann ist es eben gerade diese weibliche Seite, könnte man sagen, des Lebens, die irdische Seite. Trotzdem auch nicht irgendwie abwertend zu verstehen. Sei darauf hingewiesen, dass ja auch die heiligen, lebendigen Wesen, oder wie es dann übersetzt wird, vor dem Thron Gottes, also die vierfaltigen oder die viergestaltigen Wesen mit den vier Antlitzen, dem menschlichen, dem stierhaften, dem löwenhaften und dem Adler Antlitz, Adlergestalt, Hesekiel, die sogenannte Thronwagen, Merkava, Vision, aber auch im Christlichen dann mit den vier Evangelisten assoziiert, wobei dann manchmal das Menschliche mit dem Engelwesen vertauscht oder identifiziert wird. Also auch diese vier Wesen werden als die Chayot bezeichnet, also die heiligen Chayot, also die heiligen wilden Tiere, könnte man sagen, oder die heiligen Tiere jedenfalls. Die heiligen Leben, Lebewesen. Also dieses Wort Chai, sehr wichtig, und es taucht schon am fünften Tag auf, wo eben diese Grundlage geschaffen wird, wo auch die Nefesh das erstmal wörtlich in der Heiligen Schrift auftaucht. Und nun an diesem sechsten Tag kulminiert eben alles in diesem Landwesen, Landtierheit, was dann aber eben auch die körperliche Grundlage des Menschen darstellt. Könnt ihr auch sagen, an dieser ersten Hälfte, in der Nachthälfte des sechsten Tages, wo die Tierheit geschaffen wird, da wird eben die Grundlage des Körpers des Menschen geschaffen. Denn man sagt ja auch, alles, was in der Tora von den Tieren spricht, das spricht eigentlich von der körperlichen Existenz des Menschen. Also wenn wir unsere Korbanot, unsere Opfergaben, wie es übersetzt wird, unser Näherkommende, Näherbringendes dem Ewigen darbringen wollen, und unsere Tiere durch die Vorhöfe des Tempels, des Hauses, des Heiligtums führen, unter Anleitung der Leviten, der Priester, unter dem Gesang der Leviten, unter Anleitung der Priester, und das dann schlachten, also den Kreislauf des Blutes, der Gottesebenbildlichkeit durchtrennen und befreien dadurch eben, und dann dieses Damm, dieses Blut, also dieses Gleichende und auch Schweigende. Wenn wir das also dem Altar, dem sich Hingebenden, der Schlachtstätte, könnte man es auch übersetzen, diesem Berg, hinreichen, um eben so dieses Korban zu bringen, diese sich Näherung an das Ewige, an das Göttliche, dann ist die Rede von Tieren, aber damit ist eben nicht gemeint, irgendwelche äußerlich verstandenen Lebewesen zu töten und in einem blutigen Ritual irgendeinen Götzen dazu bringen, sondern man bringt sich selbst, man bringt die eigene körperliche Existenz, verschiedene Aspekte davon, die durch verschiedene Tierarten ausgedrückt werden, aber immer tamim, immer perfekt, ein vollkommenes dieses Tier soll es sein, was man da dort darbringt. Und so sollen wir unsere eigene körperliche Existenz auch vollkommen zu gestalten, bestrebt sein. Natürlich, we all fall short, wie es im Englischen heißt, wie sagt man es auf Deutsch, wir alle reichen nicht heran an die Perfektion, die uns zugedacht ist, sozusagen, die eben uns im Messias, im Moschiach vorgestellt ist und gegeben ist als das perfekte Vorbild, aber dahin streben wir und dahin sollen wir uns ausstrecken. Das sollen wir darbringen, unser eigenes, unsere eigene Tierheit, unsere eigene Herde auch, oder von unserer eigenen Herde die perfekten Exemplare
als Opfergabe darbringen. Dass wir das also können, muss überhaupt diese Tierheit auch ganz physisch dann materialisiert sich in der Tierheit, in den Tieren, in der Natur zeigen. Und so ist es eben auch in diesem Schöpfungsbericht die Grundlage, auf der dann aufgebaut wird, um wirklich den Menschen hier erscheinen zu lassen. Diesen Adam, der sagt, ich gleiche Ani Doime, ich bin im Gleichnis der Gottheit des Ewigen geschaffen. Und vielleicht noch darauf eingehend, wir haben schon angesprochen, Nefesh Chaya erscheint, der Geist des Urmenschen erscheint jetzt hier durch die Erde, auf der Erde, durch den Eigenwillen, auch in diesem Eigenwillen, in dieser Welt, in dieser irdischen, materiellen Welt, an diesem sechsten Tag. Aber da ist dieser Geist Gottes schon, oder dieser Geist des Urmenschen schon immer, schon von vor dem Schöpfungswerk dieser sechs bzw. sieben Tage. Und da wird dann auch gesagt, dieser Urmensch, der Sohn Gottes eben ist, das ist auch der Messias gleichzeitig. Das ist Moschiach. Und da guckt man dann auch in den allerersten, oder in dem zweiten Vers der ganzen Bibel, am ersten Schöpfungstag, wo gesagt wird, Riach Elohim mrachefet al pnei ha-mayim. Und der Riach Elohim, der Geist, oder die Geistin Gottes, ein weibliches Wort, ist am Schweben, am Brüten über dem Angesicht der Wasser, über der Fläche der Wasser, der Urwasser. Also der Ruach Elohim, der Geist Gottes, wird damit, also auch in der Überlieferung wird gesagt, das ist der Moschiach. Der ist schon am Anfang der Schöpfung da und das kennen wir auch aus dem christlichen Verständnis, auch aus den Schriften des Neuen Testaments schon, dass man sagt, Christus ist seit jeher und wird immer sein. Wir haben schon auch von dieser Symbolik des Lammes gesprochen, des Lammes Gottes im Rahmen des Alphabets, also ganz am Anfang dieser Pfeifenmonologe, dass eben das vorerste Zeichen, was hier gar nicht erscheinen kann in der Welt des Exils, dieser 22 Zeichen, also das nullte Zeichen, was dann auch nach den 22 als das 23. das verborgene Zeichen nochmal auftaucht, das ist eben dieses Lamm, das ist das Lamm Gottes, das sich hingibt, dieses Passive, daher auch vielleicht der Grund, warum es eben ein weibliches Wort ist, diese Riach Elohim am Anfang der Schrift, das ist eben schon ganz am Anfang da, das ist es, was überhaupt erst die Grundlage bietet für die ganze Schöpfung. Dass der Moschiach Moschiach genannt wird, sollte vielleicht noch einmal klar angesprochen werden. An anderer Stelle ganz direkt auf Jesus als den Moschiach bezogen, als den Christus bezogen, wurde das schon sehr technisch beschrieben, auf die verschiedenen Funktionen, mit denen im biblischen Narrativ Menschen oder Figuren der Bibel gesalbt werden, zu bestimmten Funktionen eben. Also da haben wir die drei Sachen vor allem genannt, Prophetentum, Priestertum und Königtum. Das ist schon alles richtig, aber man kann es halt auch nochmal viel vereinfachter verstehen. Da ist einfach nur das Prinzip des zu etwas bestimmt sein, also das Vorbestimmte in diesem Begriff des Salbens, des Gesalbten enthalten. Dann ist der Moschiach einfach nur das Bestimmte, das wozu etwas bestimmt ist. Und in diesem Fall eben das, wozu der Mensch bestimmt ist. Moschiach, der Messias, der ganz am Anfang der Schrift schon als der Geist Gottes über den Wassern brütet und schwebt und eben am Schöpfen sich beteiligt, eben das Schöpfen des Vaters eigentlich ist, so wird ja auch gesagt, der Messias ist das Wort Gottes, vermittels dessen der Vater hier schöpft, der Sohn eben, Ben vom Wort Bonne, bauen, das wodurch der Vater sich selbst erbaut, der Ewige, der sich in der Zeitlichkeit entfaltet, erbaut eben. Und das ist eben diese erscheinende Seite des Ewigen als der Sohn Gottes, der Moschiach. Und das ist eben das Bestimmte, das die Berufung, könnte man vielleicht auch sagen, wozu auch der Urmensch berufen ist. Und eben im Ursprung sind diese beiden sogar noch identisch. Da ist Urmensch und Messias ein und dasselbe. Der erste und der letzte Adam, wie es dann auch in den Paulusbriefen mal genannt wird, oft dann auseinandergerissen in der Deutung. Und wenn es einem, sagen wir mal, für die eigene Lebenspraxis hilft, als eine Art Methodik, dann sei es auch eben
gelassen sozusagen. So soll er gesund sein wie ein geschätzter YouTuber Schlomoraskin es gern formuliert. Soll er gesund sein damit? Soll es ihm zum Wohle dienen, dass er diese erste und letzte Adam eben zerreißt, quasi in der alte Mensch, das Fleischliche in mir, das muss sterben und dann kommt der andere, der neue Adam, der neue Mensch, der Geistesmensch und ersetzt das alles. Ja, ist schon richtig, aber im Kern ist trotzdem das eine dasselbe wie das andere. Und nur hier in dieser gefallenen Welt zeigt sich das eben in dieser zeitlichen Reihenfolge als zuerst der alte Adam und dann der neue Adam. Zuerst Adam im Garten, der fällt, der verführt wird und quasi nicht besteht die Prüfung. Und dann der neue Adam, Jeschua, der auf Erden erscheint, auch geprüft wird, aber alles abweist, alle Versuchungen abweist, ihr widersteht und bis zum Tod am Kreuz treu bleibt und dadurch eben alles wieder hinaufhebt, die ganze Schöpfung mit sich hinaufhebt, alles er als das Haupt, alles zusammenfasst, den Leib mit der Vielheit der ganzen Glieder dieses Leibes und eben der ganzen Vielheit der Schöpfung zusammenbindet sozusagen und hinaufführt wieder zurück zur Heimat, zum Heim im Himmlischen, in der Ewigkeit, in der Einheit, welche Worte auch immer einem da jetzt nicht allzu sentimental oder emotional verzerrt, aufgeladen vorschieben. Letztlich sind diese Begriffe nicht das Entscheidende, sondern dass man erfasst, was der eigentlich unnennbare Kern dahinter ist. Jetzt sind wir kaum über den ersten oder vielleicht die ersten zwei Verse dieses sechsten Tages hinausgekommen und schon wieder weit abgeschweift, aber das ist eben dieses zentrale Thema, was immer wieder von verschiedensten Perspektiven her angesprochen werden darf und soll und kann. Und weil es eben dieses zentrale Thema ist, das Göttliche im Menschen, der Messias, was es damit auf sich hat, das, was schon von Urbeginn an da ist und immer da sein wird. Und was auch in jedem Menschen, der jetzt konkret hier in der Zeit zwar zersplittert in diese Vielheit, aber doch immer noch als Potenzial in sich trägt, diesen Messias, dieses Berufensein zu Gottes Ebenbildlichkeit, zum Zadiktum, der eben dieser Angelhaken für den Rest der Schöpfung sein kann, der zurückführt, der herausfischt aus den Wassern dieser Zeit als trockene Nächte der Himmel. Ja gut, aber zurück zum Text. Vielleicht fällt dem einen oder anderen auch schon selber auf. Es wurde ja gesagt, vier Sachen hat Gott in die Existenz gesprochen, wie dann der Midrasch sagt, und dessen Seelen wurden schon geschaffen, aber nur drei davon werden tatsächlich mit einem Körper ausgestattet. Und das vierte, was eben keinen Körper bekommt, seien die Dämonen. Wenn man jetzt die Wörter anguckt, die da eben stehen, in den zwei Versen, ist gerade die Nefesh Chaya Lemina, die nicht noch einmal erwähnt wird, also das, wo nur die Seele geschaffen wird, aber eben nicht der Körper. Und zwar wurde einerseits gesagt, dass das eben der Ur- oder der Geist des Urmenschen ist, diese Nefesh Chaya. Und man könnte auch sagen, dass das eben die Dämonen sind. Also die Assoziation, die zwar nicht ausdrücklich ausgesprochen wird, zumindest nicht in diesem Midrasch, ist aber dennoch herauszulesen, dass eben der Geist des Urmenschen quasi identisch ist mit den Dämonen, die hier nicht verkörpert werden sollen oder die sich hier nicht verkörpern sollen, die keinen Körper geschaffen bekommen. Natürlich auf den ersten Blick wäre das jetzt ein Widerspruch, aber wenn wir das Ganze nochmal vor dem Hintergrund dieser Geschichte dann im Genesis mit den herabsteigenden Engels- oder Göttersöhnen zu den Menschentöchtern und den daraus hervorgehenden Fehlgeburten, Nephilim. Wenn wir es vor diesem Hintergrund sehen und auch nochmal die Geschichte mit der Schlangenverführung im Paradiesgarten und dem Fall in die Materie hinein und so weiter zusammenführen, da kann man eben schon sagen, dass eigentlich gerade das den Menschen ausmacht, dass eben ein Teil des Göttlichen in ihn, in etwas Irdisches, in das irdische Gefäß, nämlich diesen Menschenkörper hineingegeben wird,
also in dieses Tierhafte eigentlich. Und dann ist halt die Frage, es hat das Potenzial zu beidem. Es kann die dämonische Besessenheit sein, dass sich selbst hier als Gottheit fühlen und anmaßen, an Gottes Stelle zu treten als Mensch hier auf Erden. Oder es kann eben dieses ehrfürchtige Annehmen des Geschenkes sein, mit diesem Funken Gottes ausgestattet zu sein, eben diese Neshama, die eingeblasen wird dem Menschen von Gott, in diesem zweiten Schöpfungsbericht schon ausdrücklich, als die, da wird auch wieder dieses Wort benutzt, und so wurde der Mensch zu einer Nefesh Chaya, zu einer lebendigen Seele. Also, man möge es jetzt nicht irgendwie zu schematisch sehen, aha, der Menschengeist ist also das Dämonische. Und dann daraus womöglich folgern. Also sollte alles Geistige im Menschen ausgetilgt werden und er sollte nur eine Art essentiell toter Bioroboter sein hier auf Erden. Natürlich ist das nicht der Sinn dieser Identifizierung, sondern man soll sich klar machen, dass die Frage immer ist, in welche Richtung man sich bewegt. Die Grundgegebenheit ist in beide Richtungen offen sozusagen, in Richtung der ewigen Verdammnis, wenn man so will, in das immer weitergehen in die Vielheit, das hier sich verkörpern lassen der wirklich dämonischen, zerstörerischen Kräfte des Himmels. Es sind ja Wesen des Himmels, die hier hinabfallen, aber es sind eben Wesen, die hier zerstörerische Kraft entfalten, weil sie sozusagen Naturgewalten sind, die nicht mehr an ihrem Ort sind, wo sie hingehören, sondern ihren ihm zugewiesenen Platz verlassen haben. Ungefähr diese Formulierung taucht auch nochmal in den Apostelbriefen auf, einem der nicht Paulus zugeschriebenen Brief, es könnte der Judasbrief sein oder Jakobusbrief, ich glaube der Judasbrief, wo gesagt wird, und die Gewalten oder die Himmelswesen, Engel, die ihre zugewiesenen Örter verlassen haben und sich mit dem Fleisch verunreinigt haben oder dergleichen, die so und so wurden gebunden in der quasi Unterwelt. Und so kann man das eben auch durchaus ganz handfest verstehen. In uns Menschen sind diese Engel, in diese gefallenen Engel gebunden. Und dadurch erleben sie hier diese Unterwelt. Diese Welt hier ist eben schon auch auf einer gewissen oder aus einer gewissen Wahrnehmungsperspektive heraus die Unterwelt, das Totenreich, die Sheol, das, wo ständig die quälenden Fragen, diese Shoalim, dieses Fordernde, auch Sha'al vom Wort her, auf uns eindringen, dieses niemals befriedigt werden, dieses ewigen Rätsels sozusagen, das kann schon diese Welt hier sein. Und das ist eben das, wo gebunden sind diese geistigen Kräfte der Himmel, diese gefallenen Engel, in uns sich verkörpernd, aber dadurch eben gleichzeitig gebunden sein hier in dieser körperlichen Welt. Natürlich dadurch uns Menschen im Sinne von des physisch geschaffenen Verführens. Das ist eben wieder diese Schlangennatur, die der weiblichen Seite des Menschen, also die Triebnatur im Menschen, dieser böse Trieb, dieser Yetzer Hara, und die weibliche Seite, die umhüllende Seite des Menschen, also die körperlich erscheinende Seite des Menschen, die ins Gespräch geraten, wo dieser böse Trieb, dieser Trieb zum ja, zum Aufspalten und zum sich selbst als abgespalten empfinden von dem Rest der Schöpfung und der Rest der Welt, der Umwelt, der Natur. All dieses mit allen seinen mit einhergehenden Konsequenzen, also natürlich ganz handfest, wirklich die Triebnatur im geradezu freudianisch-psychologischen Sinne des Menschen, aber darüber hinaus eben auch alles, was dann so mit Egoismus, eben dem sich als abgespalten von den anderen Erlebens und sich selbst gegen sie in einem Kampf befindlich wahrnehmens und so weiter. All das ist eben dieser böse Trieb, der gerade unsere erscheinende Seite unseres Wesens, eben die weibliche Seite, die Eva anspricht und verführt dazu. Aber mit Eva fällt eben Adam, also der Mann, fällt mit seiner Frau zusammen. Er ist immer mit ihr, er ist Ima, also einem He, er ist mit ihr. Als diese Frauenseite, die weibliche Seite, verführt wird, die Frucht nimmt dieses Baumes, der Entwicklung, der Entwicklungsperspektive auf die Schöpfung und
das Wort Baum ja auch der Stamm von dem Wort Etza, also Etz Baum und Etza. Und Etza ist sowas wie Ratschlag, also beraten, beraten werden auch, so könnte man sagen, die Frucht dieses Beratenwerdens von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wissen um Vorteil und Nachteil, sich von diesem Wissen beraten zu lassen, das ist es eigentlich, wozu uns der Trieb des Bösen oder des Schlimmen, dieser Yetzerah, verführt, diese Schlangennatur. Und es greift uns eben an unserer erscheinenden Seite, aber auch auf unserer Sicht auf das Erscheinende. Und damit fällt dann eben auch das, was eigentlich unser Innerliches ist, das gar nicht an dem Erscheinenden sozusagen so hängt, aber weil es eben mit unserer Frau eins ist, der Mann und die Frau sind eben diese Einheit im Menschenwesen, fällt eben auch das Innerliche, das Geistige im Menschen mit. Und ist dann eben in diesem Sinne auch körperlich ganz handfest ein Gefängnis für diese Neshama hier, die hinabgestiegen ist. Und je nach Perspektive ist diese Neshama entweder wirklich der Hauch Gottes in uns, das Wort Gottes auch, die Tora, die in uns gegeben ist, uns belebt, als eben das Wort Gottes, das wir einatmen, wie die Luft, die wir einatmen, und darauf geben wir unsere Antwort, indem wir ausatmen und eben reagieren mit unserem Handeln, mit unserem Tun auf die Schicksalsumstände, die uns zugeteilt sind. Und das ist eben das Gespräch, was wir führen dürfen mit dem Ewigen hier innerhalb der Zeitlichkeit, in dieser Welt des siebten Tages, dieser Wüstenwelt, Zeit der Wüstenwanderung. Medaber, also Midbar, die Wüste, ist Medaber, das Sprechen. Und das ist eben das Sprechen des Geschöpfes mit dem Schöpfer, des zersplitterten Wesens mit dem einen umfassenden und alles durchdringenden Wesen, durch Brüche. Und dieses Gespräch oder dieses Geschenk, zu diesem Gespräch fähig zu sein, ist also die Neshama auf der rechten Seite dieser Möglichkeitsdualität, sagen wir mal. Das klingt jetzt schon wieder viel zu abstrakt, aber diese uns angebotene Zweiheit, dieser zwei Bäume eben. Greifen wir nach dem Etz Chaim, nach dem Baum, oder Etz Hachaim, nach dem Baum des Lebens, des beidseitigen Lebens, eben Chaim, des Lebens diesseits und jenseits, dann ist es eben die Neshama, die hier in unserem Körper zwar gefangen ist, aber dadurch eben auch wie Josef erst hier die Wunder vollbringen kann, damit sogar ganz Ägypten gerettet wird, sogar diese Welt der Vergangenheit wieder auferstehen darf, nicht in der Hungersnot umkommt, sondern eben sogar noch mit befreit wird. Wie am Ende, wenn sogar das Nordreich, davon wurde ja auch schon gesprochen, mit heimkehrt, sich wieder vereint mit dem Südreich, mit Juda, und das Nordreich sogar noch die Völker mitbringt und so sogar dann Ägypten und Assur mit nach Jerusalem ziehen und Zion das Ziel für alle Völker wird und von dort die Weisung des Ewigen ausgeht an die ganze Welt. Und das eben alles ist nur möglich, weil eben die Neshama hier in diese Gefangenschaft geht. Das haben wir alles auch schon in so vielen schönen Bildern jetzt angesprochen, dass eigentlich immer, wenn ich wieder davon anfange, mir selbst nur dieses Lächeln kommen kann. Ja, wenn man immer über dasselbe redet und es in dem Sinne irgendwo lächerlich ist, aber lächerlich in diesem Yitzchak-Sinne, also in diesem, man kann eigentlich nur noch darüber lachen, weil man ja doch wieder immer nur über dasselbe redet, aber doch wieder von anderer Perspektive, immer von was anderem wieder ausgehen kann. Und hier bewegen wir uns noch in den Bildern der Heiligen Schrift und der mündlichen Überlieferung vor allem. Aber das kann man irgendwann, wenn man da so heimisch geworden ist, auch auf die ganze Natur, auf den ganzen Lebensalltag bezogen, genauso machen und erleben, dass man, wo man auch hinguckt, was man noch erlebt, was einem wieder für auch durchaus mal an unangenehmen, oft genug an unangenehmen Lebenssituationen vorgesetzt wird, dass man auch darin immer nur wieder dasselbe Grundmuster erblicken darf und kosten darf und eben weiß, wie man damit verfährt, was man nimmt, was man nicht nimmt, was man manchmal eben in dieser Mahlzeit des Lebens tatsächlich auch als Essen empfindet und dann zu sich nimmt und den Speichel, die Spucke eben dafür nutzt oder dafür dessen, also die Bestimmung dieses Speichels ist ja gerade, das Essen genießbar zu machen, also diese wiederum
das Wässrige, das Flüssige, das zeitliche Erleben eben ist es, was überhaupt möglich macht uns dieses Aufnehmen der ganzen Situationen und Erlebnisse. Und in dem Sinne können wir es dann auch, dass man sagt auch, der Speichel ist erst die Süße verleihend, also das, was die Süße dem oder das Geschmackvolle dem Essen verleiht. Und so nehmen wir eben auf, was uns wirklich als Mahl vorgesetzt ist. Aber es gibt eben auch Sachen, die uns sozusagen vorgesetzt werden, die keine Speise sind. Da werden uns eben auch die Richtlinien gegeben, sei es welche Tiere rein und unrein sind, sei es wie die Tiere zubereitet werden, um überhaupt kaschar, also recht zu sein, koscher. Sei es aber auch andere Speisen, die eben Speisen sind oder die keine Speisen sind. Also Steine sind keine Speisen und irgendein ein Stück Holz ist auch keine Speise und dergleichen. Und da müssen wir eben dann unterscheiden, was wir mit Hilfe dieser Spucke in uns aufnehmen können und was nicht. Und manchmal wird uns eben auch im Leben was vorgesetzt, und darauf wollte ich nur kurz noch einmal hinaus, wo es durchaus dann angemessen ist, als Reaktion auszuspucken. Also dieses nicht einmal wollen, dass man es genießbar kriegt und aufnehmen könnte vielleicht mit Hilfe des Speichels, sondern es gar nicht wollen, es so sehr ablehnen, dass man lieber den Speichel ausspuckt, wo er eigentlich nicht hingehört, nämlich auf den Boden oder jedenfalls aus dem Körper heraus, hinaus, und eben etwas so sehr ablehnt, dass man es nicht einmal genießbar haben will, wenn man es sogar vielleicht genießen könnte. Das ist diese Symbolik des Ausspuckens. Und so kommt es sogar in den täglich dreimal gesprochenen Gebeten vor, dass man an einer Stelle, zumindest nach dem alten Brauch, sage ich mal, tatsächlich ausspuckt. Je nachdem, ich sage mal dazu, wenn ich hier bei mir in meiner Wohnung dieses Gebet Aleinu sage, das letzte größere Abschnitt, dann spucke ich nicht wirklich eine wirkliche Menge Wasser aus auf den Boden meines Zimmers, sondern ich deute es nur an. Aber es ist eben genau an einer Stelle, wo man quasi dafür dankt, dass man nicht zu denjenigen gehört, die das Nichtige und Leere anbeten. Also Havel vela Rik. Bedeutet, und es klingt dann auch vom Klang her so wie ein Wort für Schleim. Das ist, was man auch ausspuckt. Rik, also wirklich. Das nur am Rande. Im Aleini-Gebet spuckt man tatsächlich aus, als Ausdruck dieses Nichtigen, Unwürdigen, was man glücklicherweise nicht dazu verführt wird, anzubeten. Und solches gibt es eben auch in der Schöpfung. Und ja, aber wieder abgeschweift von, was einem so vorgesetzt wird im Leben, dass man doch überall dann, sei es im Positiven, sei es aber auch im Negativen, immer wieder dieselben Muster findet, antrifft und ja, sich daran erfreuen kann, weil dann die Tora wirklich allumfassend wird und alles durchdringend. Das Gewand eben des Kadosh Baruch, des Heiligen gelobt sei er, das sich uns hier zeigt, als Schöpfung um uns ausbreitet. Das Wort Gottes, was eben alles ist letztlich, um uns herum, durch das ist diese Schöpfung geschehen und in ihm besteht diese ganze Schöpfung. Ja. Halleluja. Gut. Zwei Themen sollen vielleicht noch angesprochen werden, möglichst. Einmal überhaupt die große zweite Schöpfungstag, das zweite Schöpfungswort an diesem sechsten Tag, eben die Schaffung des Menschen noch ein bisschen. Und dann noch etwas ganz am Ende zu dem Yom HaShishi, also zu der Zählung der Tage, was ja jeden Tag schon vorgekommen ist, aber wo wir noch nicht so gesagt haben, jetzt anlässlich des sechsten Tages sich nochmal anbietet, was zu sagen. Aber dazu, so Gott will, am Ende. Zunächst also das zweite Schöpfungswort an diesem sechsten Tag. Wir haben ja schon gesagt, an jedem der Schöpfungstage ist zunächst einmal ein Vayomer Elohim, und am dritten und am sechsten kommt dann jeweils noch ein zweites dazu, sodass also
jetzt das achte Schöpfungswort kommt. Also es waren schon an den ersten 3 Tagen insgesamt 4 Schöpfungsworte und dann noch am vierten und am fünften Tag jeweils ein Schöpfungswort, sodass es 6 Schöpfungsworte waren. Das siebte Schöpfungswort ist dann das, was eben als die erste Hälfte des sechsten Tages ein bisschen umrissen wurde, oder nur angerissen wurde natürlich. Dieses Vayomer Elohim Toitzer Aretz Nefesh Chaya Lemina und so weiter. Und dann die zweite Hälfte des sechsten Tages ist nun endlich mit dem achten Schöpfungswort der Mensch. Und das ist eben dieses Vayomer Elohim Nase Adam Bezalmeini Kizmiteini Uyirdu Bit Gat Hayam Uwe Ofa Shomaim Uwe Vehema Uwe Chol Ha'oretz Uwe Chol Ha'remes Ha'romes Al Ha'oretz. Also, vergeben wir das etwas holprige Vorlesen. Und es sprach der Ewige, oder es spricht, es ist am Sprechen, die Gottheit, Nase Adam Bezalmeini Kidmiteini. Machen wir, oder wir mögen am Machen sein, Adam, das Ich Gleiche, in unserer Abschattung, wie unser Gleichnis. Also der Mut ist auch von diesem Dam Dome abgeleitet. Wo ihr du bitte Gat Hayam, wo wir auf Hashomaim und es herrsche, er herrsche über die Fischheit des Meeres und über die Vögel oder das Vogelhafte der Himmel. Bleiben wir erstmal dabei. Hier wieder die Mehrdeutigkeit, auch das schon mal angesprochen. Wo ihr du kann man auch anstatt von Radar, also von Beherrschen, von Yored, von Niedersteigen ableiten. Und dann würde man eben dieses B, was dann immer steht, so B, Bidgat Hayam und B, Of Hashomaim, nicht als über übersetzen, sondern als in, also hinabsteigen in. Und es steige hinab der Mensch, der im Ebenbild Gottes geschaffene Mensch, hinab in die Fischheit des Meeres, in den Vogel der Shomain, der Himmel, und dann geht es weiter, in die Behema, also in das Tierhafte. Und zu diesem Wort, vielleicht nur kurz am Rande, wird dann unter anderem so eine Erklärung gegeben. Behema könnte man auch lesen als Ba-Ma, also Ba-Ma, in ihr was. Also, es wird dann so ungefähr gedeutet, dass sich darin einfach das zeigt, was es auch wirklich ist. Also ein Tier, das Tierhafte, Behema, das ist ganz offen und ehrlich sozusagen. Da gibt es nicht dieses, was im Menschen dann aufkommt, sich in sich etwas Verschließens und nicht nach außen treten lassens, dieser Widerspruch zwischen Innerlichem und Äußerem. Das gibt es im Tierhaften nicht und das drückt sich gerade in diesem Wort Behema, also in den Tieren, die dann auch die Nutztiere sind, aus. Die sind einfach, was sie sind. Triebe, ja, auch sozusagen der böse Trieb, könnte man sagen. Der Trieb halt, die Triebnatur, aber ganz offen und ehrlich, damit kann man dann rechnen sozusagen. Das ist nicht dieses listige, verborgene, was dann im Menschen eben spezifisch sich noch einmal zeigt. In Behema ist gerade das ausgedrückt, was eben offen und ehrlich, irdisch, materiell, triebhaft ist. Auch im Menschen das. Also auch, wie gesagt, das Körperliche des Menschen hat auch diesen Aspekt Behema. Bestimmte Äußerungen des Körperlichen können wir sozusagen nicht willkürlich, zumindest so im natürlichen Maße, verhindern. Die zeigen sich einfach. Da drückt unser Körper einfach etwas aus, was ist innerlich. Ein innerlicher Zustand, der sich nach außen noch zeigt. Und da können wir dann nichts gegen machen. Also das sind, sagen wir mal, die reflexhaften Reaktionen, könnte man sagen. So angefangen von einer Gänsehaut über Zittern vor Kälte oder Furcht oder was auch immer und so weiter. Natürlich alle möglichen physiologischen Reaktionen eben. Und das ist eben gerade dieser Behema-Aspekt des Körperlichen. Aber das, wie gesagt, nur am Rande.
Dann geht's weiter. Also da soll der Mensch überall hinabsteigen hin, auch in dieses Behema, auch in überhaupt in Kol Ha'oretz, also in alle Erde, in alles Aretz, also in dieses Ani Rotzeh auch wieder, in dieses Ich will, in alles, was mit diesem inneren Eigenwillen ausgestattet ist, in diesem Impuls zur Bewegung, zum individuellen Existieren. Und in alle Remes, Haromes, also in alles Regsame, das sich regt, oder in alles kreuchende Gewürm oder wie auch immer. Aber auch da wiederum nicht bitte nur auf die Tierheit, auf die Insektenwelt beziehen, sondern auch in uns, das, was sich regt. Die Regungen, wie er das, die schöne deutsche Sprache das auch ausdrückt, etwas regt sich, ich bin erregt, ich bin aufgeregt und so weiter. Immer dieses sich Regen steckt da drin. Also all diese Regungen, die möge man ernst nehmen, man möge sich in sie hineinbegeben, aber gleichzeitig eben auch die etwas oberflächlichere Übersetzung, nicht minder relevant und richtig, man herrsche darüber. Gerade auch in sich selbst wiederum, nicht jetzt nur am allerwenigsten über die Insektenwelt soll man herrschen, vielmehr über das sich Regende in einem selbst und trotzdem nicht eben nicht herrschen als etwas von außen sich ihm als Joch auferlegens, sondern mit diesem Hinabsteigen. Genauso mit den Tieren. Wir sollen schon als Menschheit auch die Tiere unter Kontrolle halten. Wir sollen in unseren Wohnstätten nicht die Tiere sozusagen außer Rand und Band geraten lassen. Aber wir sollen das mit Empathie, wir sollen uns in sie hineinleben, hineinversetzen, wenn wir sie beherrschen und auf diese Art und Weise mit ihnen Umgang pflegen. Und eben sie als Teil von uns selbst wahrnehmen. Und in diesem Sinne, so wie wir auch Teile unseres eigenen Körpers auf ihre Plätze verweisen, dass unsere Füße gehören nicht auf den Esstisch so ungefähr. Und so gehört nicht der Löwe in unsere Großstadtstraßen, um da sein Unwesen zu treiben und so weiter. Alles hat seinen Ort, aber wir sollen es eben mit dem geborenen Mitgefühl, Einfühlungsvermögen versuchen zu tun. Und unseren Fuß, wenn wir ihn dann mal auf dem Esstisch ertappen, sollen wir nicht abhacken deswegen, sondern entfernen und in Zukunft vermeiden, dass er dort landet. Vielleicht etwas Plattenbeispiel mal ausgedrückt. Na gut, also Remes, Haromes, Al-Horetz, also wiederum auf der Erde, oberhalb der Erde, oder wieder Ol-Horetz, ist das Joch der Erde, ist das Joch des Eigenwillens. So könnte man all das Aufgezählte, in das der Mensch hinabzusteigen, aufgerufen ist und darüber zu herrschen aufgerufen ist, all diese Regungen, dieses sich zeigen im Körperlichen von inneren Zuständen, Behema und diese Fischnatur, die Vogelnatur vom fünften Tag, all das ist auch gleichzeitig das, was als Ol, als Joch dieser Oretz, dieser Erde des individuellen Wollens mit einhergeht oder sich als dieses Joch ausdrückt. Das kommt eben mit, also wo der Mensch sich abspaltet als diese Individualität gegenüber der Rest der Schöpfung, hatte eben auch all das, was sich da um ihn zeigt, als diese Tierwelten, diese verschiedenen Tierarten, Tierklassen, das hat er auch alles in sich drin als dieses Joch des Eigenwillens, Ego-Willens, was eben mit sich bringt, all diese Regungen, die Triebnatur und so weiter. Was eben versucht wurde, jetzt ein bisschen davon zu erzählen, ist immer schwierig, soll ja auch nicht zu schematisch werden, aber vielleicht wurde hier und da doch ein halbwegs guter Impuls gegeben mit diesen Worten, mit diesen Formulierungen. Ja. Und dann schafft Gott eben den Menschen. Vayivra Elohim et Adam betzalmoi, betzelem Elohim. Er schafft ihn im Bilde oder in der Abschattung Gottes, betzelem Elohim, bara oito zunächst, also in der Singular, erschafft er ihn. Dann aber Zachar und Kavo, männlich und weiblich, bara oisam. Otam, schafft er sie. Da ist dann also der Plural plötzlich. Also in einem Vers wechselt es von dieser Einzahl zur Mehrzahl. Da wo
die Doppelseitigkeit, das innerlich äußerliche, männlich, weiblich geschaffen wird, da erscheint dann auch der Plural grammatisch sozusagen folgerichtig. Aber nichtsdestotrotz ist es erst immer noch der eine Mensch, die eine Menschheit mit seinen zwei Seiten. Wir haben schon gesagt, Zachar und Kavor kann man auch als Secher und Ikbor, also als Erinnerung und Umhüllung, Höhle übersetzen, als Innerliches und Äußerliches, das abstrakt gesprochen, als das Geheimnis, das bewahrt wird von der schützenden Ummantelung sozusagen. Ja, aber zu diesen ganzen Themen des Segens und der Nahrung, da sind ja noch zwei weitere Gottesworte, darf man nicht vergessen, sodass nicht nur 8, sondern insgesamt 10 Gottesworte an diesen 6 Schöpfungstagen geschehen, am Geschehen sind. Vielleicht muss sowieso noch hier ein Nachschub zu diesem 6. Tag gemacht werden. Mal schauen, wie es sich ergibt. Für heute soll es jetzt bald mal Schluss sein, auch wenn der Nachmittag sich langsam neigt und der Schabbes im Anmarsch ist. Ich noch hier mich ein wenig in den Rauch einhüllen will vor den bösen Geistern, die hier auf uns eindringen, in diesem Scheitelpunkt der Schöpfung. Und auch noch Mincha gerne ich sagen möchte, bevor ich mich dann auf den Weg zu dem schon einmal erwähnten Karbener mache, um den Schabbes zu empfangen, wie man so sagt. Und deswegen ist nur noch der letzte Punkt. Also wir überspringen ein wenig diese paar Verse mit den Segnungen und den Nahrungszuordnungen, wobei es auch sehr schön natürlich ist, vor allem weil wir zu dem Begriff der Nahrung, des Aufnehmens der Dinge schon vieles eigentlich inzwischen gesagt haben im Laufe der Monologe. So, also etwas noch zu dem letzten Vers dieses 6. Tages, Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yoim Hashishi. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. Und das war schon jedes Mal am Ende der Abschnitte der vorherigen Schöpfungstage. Am 1. Tag ist es ein bisschen anders, da wird gesagt, Yoim Echad, also da wird nicht gesagt, Yom Rishon, der 1. Tag, sondern einfach Tag 1 oder ein Tag, also, und es wird morgen, und es wird Abend, und es wird morgen ein Tag. Manche übersetzen es so, und aus Abend und aus Morgen wird ein Tag. Also aus diesen zwei Hälften, dem Dunklen und dem Hellen, wird dann die Ganzheit des Tages. Bei den nächsten Tagen, 2 bis 5, ist dann immer wirklich einfach die, wie man so sagt, Ordinalzahl. Also der zweite, dritte, vierte, fünfte Tag, also Yom Shni, Yom Shishi, Yom Revi, Yom Hamishi. Und dann jetzt am 6. Tag würde man erwarten, dass einfach gesagt wird Yom Shishi. Aber es wird eben gesagt Yom Ha-Shishi, also mit dem bestimmten Artikel Ha noch eingefügt. Und da wiederum kommen wir auf den besagten Karbener, einmal mit ihm darüber gesprochen, und da ist uns aufgefallen, dass ja gerade dadurch, dass diese He eingefügt wird, dieser bestimmte Artikel, erstens natürlich dieser 6. Tag herausgehoben wird aus dieser Reihenfolge der Aufzählung der Tage, und dass dadurch etwas verhindert wird. Nämlich, wenn man nur Yom Shishi sagt, dann hat dieser Begriff 6. Tag genau den Zahlenwert 666. Also genau das, was ja schon gerade den Christen des Neuen Testaments, dem Neuen Testament kundigen, bekannt ist, diese Zahl des Menschen, die aber auch die Zahl des Tieres, des Tierischen, des Tierhaften ist und die mit so einer, also assoziiert ist mit so einer Überflutung mit Bösem, eben in der Endzeit, wo dann alles kulminiert in den Katastrophen der sogenannten Apokalypse, also der Enthüllung, der Offenbarwerdung, der großen Präsenz oder Anwesenheit, Parousie, Parousia, des Messias eben, diese Anwesenheit, die eigentlich immer besteht, die aber dann erst eben in dieser Aufdeckung des Verborgenen, dieser Enthüllung des Versteckten, erst da zeigt sich eben diese immerwährende Präsenz, diese Parousie.
Und das geht eben einher mit dem Erleben von diesen katastrophalen Ereignissen oder Erlebnissen, sagen wir mal, mit diesen großen Erschütterungen. Und damit ist eben diese Sechsheit auf allen Ebenen auch assoziiert. Dieses auf die Spitze treiben der Entwicklung des sechsten Tages eben und dem Nicht-Durchbrechen in den siebten Tag hinein. Und da sind wir eben wieder bei dieser ganzen Thematik mit dem El Shaddai, der sagt, es reicht bis hierhin und nicht weiter, denn sonst kommt es eben zu diesem 6 mal 6 mal 6 mal 6 und 6 hoch 6 und in alle Potenzen hoch gestapelt sozusagen, ohne Ende. Das ist eben diese 666. Und das wird nun also an diesem sechsten Tag in dem Schriftbild auch wirklich verhindert, dass da Yom Shishi als Abschluss, als letzter Begriff dieses Sechs-Tage-Werkes steht, dadurch, dass die He eingefügt wird. Die He, also die 5, dann 671 rauskommt, jedenfalls nicht mehr 666. Und das gerade ist die Fünfheit ist, die He, die da sozusagen für dieses Zünglein an der Waage sorgt, sozusagen, könnte man nun auch wieder sehen, vielleicht in dem Kindprinzip, was eben mit dieser 5 als Zahlsymbol assoziiert ist. Und das He ist auch etwas, was an anderer Stelle noch auftaucht. Also zum Beispiel auch schon in diesen Schöpfungsberichten gibt es eine Stelle, wo gesagt wird, Behibra Am, von dem Wort Bora, also von der Wurzel Schöpfen abgeleitet, Betresh Aleph, aber in ja, so eine bestimmte grammatische Form, wie auch immer man es genau ausdrückt, jedenfalls Behibra Am, in dem geschaffen werden. Jedenfalls ist es eine Form, dass dieses Schöpfen im geschöpft werden so ungefähr bedeutet. Und da ist dann in einer wirklichen Sefer Teure, also in einer wirklichen koscheren Tora-Rolle, würde das He in diesem Wort, Behibra Am, komisch klein und ein bisschen oben geschrieben. Also es ist dadurch eben hervorgehoben auf eine gewisse Art. Und da sagt man dann auch, das ist das He, was auch im Namen Avraham hineingefügt wird, wodurch dann Avraham seinen Namen eben erst kriegt. Davor hieß er Avram und da wird dieses He eingefügt, wodurch er Avraham wird. Und genauso seine Frau Sarai wird Sarah. Da wird ein J weggenommen, aber ein He auch wiederum hinzugefügt. Also dieses hinzugefügte He drückt auch in diesen Fällen der Berufung und der Prophezeiung des Sohnes Yitzchak und so weiter, auch da ist auch dieses He etwas Besonderes eben, was das anzeigt. Und jedenfalls die He als Symbol dieses Kindes, ja auch das einzige Zeichen, was im Gottesnamen mit den vier Zeichen, Tetragramm, eben zweimal vorkommt. Yod He, Vav He. Und da eben auch dafür steht, dass die Zehnheit des Ursprungs, dieses J, dieser Ursprung aller Zeichen auch, die göttliche Hand, das göttliche Handeln, sich hier für uns, wie wir es erleben dürfen, in diesem innigen, intimen Verhältnis der Menschheit zum Gott, der mit uns in den Bund eingetreten ist, in ein Bündnis eingetreten ist, wo dann dieser Gottesname eben uns offenbar wird, dieses J, He, Vav, He, da ist dann diese J zur He, Wa, He geworden, also zur He und He, zur 5 und 5, die 10 aufgespalten in die 2 Fünfen, das Kind eben in seiner Doppelwertigkeit, in dem himmlischen und dem irdischen Aspekt, dem Moschiach, der von Ewigkeit zu Ewigkeit besteht, immer ist im Himmel, beim Vater, von Urbeginn an und am Ende, und dem irdischen Kind, dem Moschiach, hier, wie er hinabgestiegen, mit uns mitgeht, hier ans Kreuz der Materie sich heften, nageln lässt, sterben muss, den Gang des Todes mitgeht, für uns, mit uns und wieder aufersteht und eben diesen ganzen Bogen mitmacht und wieder hoch und dann sich eben zeigt, dass es trotzdem ein und derselbe ist, wie eben auch die zwei Moschiach-Begriffe im Judentum, Moschiach ben Yosef und Moschiach ben David, also der Sohn Josefs und der Sohn Davids, Messias, natürlich trotzdem ein und derselbe sind. Der leidende Ben Josef und der triumphierende königliche Ben David, ein und derselbe. Und das ist eben auch der
Moschiach als Ewiger, der schon als Riach Elohim im Anfangsbericht, also in den ersten Worten der Schöpfung, der Heiligen Schrift, anwesend ist. Und eben auch dann in der Offenbarung, also in dem Buch der Offenbarung des Johannes in der Bibel, auch gesagt wird, der Erste und der Letzte, Alpha und Omega im Griechischen, im Hebräischen dann Aleph und Taf, wäre das erste und der letzte Zeichen, das Et, das auch schon übrigens im allerersten Vers der Bibel eben auftaucht als Et HaShomayim VeEt HaOretz, also auch da dieses Aleph Taf schon, was man dann auch in der Offenbarung so lesen könnte. Auch im Zohar wird, glaube ich, dieses Aleph Taf im ersten Vers der Bibel schon gedeutet als, das ist die Schchina, also die Präsenz, die Einwohnung Gottes, die dort schon eben gezeigt wird, dass sie mitgeht in alle Schöpfung, alles, was sich schöpft, was geschöpft wird, da ist diese Aleph Taf anwesend, mit dabei. Und ja, es ist jetzt schon sehr ausführlich wieder geworden, also das Abschweifen, aber die He eben, die damit zu tun hat, dass der Sohn mit hinabsteigt, das Ewige in die Zeit hinein hinabsteigt. Und gerade das den Unterschied macht, dadurch sozusagen Gott eben Einhalt gebietet, diesem immer mehr in die Zersplitterung, in die 666, in das Steckenbleiben, also verhindert, dass man in diese Zersplitterung abtreibt, verloren geht, stecken bleibt in dieser Sechsheit, in dieser ewigen Entwicklung oder dieser unendlichen Entwicklung innerhalb der Sechsheit, die aber nie über sich selbst hinaus schafft. Was dann ja der Begriff der 37 zum Beispiel auch ist, dass die 36, also die 6x6, die Erfüllung der Sechsheit durchbrochen wird und dann die 37 eben ist. Hevel zum Beispiel, der Name Abel ist diese 37 oder 37 wird als Alter des Yitzchok angegeben, wo er die Akeda erduldet, über sich ergehen lässt und bewältigt sozusagen dadurch eben sein, auch seinen Blick für die Welt, die da kommt, erhält, wie zumindest manche Midrashim berichten. Und die 36 demgegenüber eben als die 6x6, einerseits schon die Erfüllung der Sechsheit, andererseits, das wurde glaube ich auch schon mal angesprochen, ist dann die Entfaltung der 36, also die 36 plus 35 plus 34 und so weiter zurück bis zur Einheit vom Anfang bis plus 2 plus 1, das ist die 666, also da haben wir dann auch diesen engen Bezug wieder, das ist wieder eins dieser Beispiele, wie krass auch die Mathematik wirklich einfach einen auf diese Wunder aufmerksam machen kann, wenn man sich nur mit der Sehnsucht danach ihr nähert und eben den Blick dafür haben will auch und sich dem nicht verweigert, geradezu aktiv. Das geht natürlich auch. Und dann ist die Mathematik etwas Totes und Trockenes und Grausames geradezu, so wie es üblicherweise in der Schulzeit uns als Kindern vermittelt wird und dem Kind in uns eben auch auferlegt wird, wie dieses ständige Trachten nach dem Kindermord bei Pharao, bei Herodes im Neuen Testament. Da hat die Schule als Institution in dieser Welt auch durchaus ihre Rolle in diesem Zusammenhang. Aber gut, es heißt eben nicht Yom Shishi, sondern es heißt Yom HaShishi, der sechste Tag. Und dadurch wird eben verhindert, dass es dieses Entgleisen in die pure Sechsheit ergibt, das Ende. Und so kommen wir rüber, so durchbrechen wir die 36 in die 37 hinein. Und da ist dann der siebte Tag, der Yom HaShabbos, der Yom HaShabbat. Dazu dann, so Gott will, das nächste Mal. Jetzt haben wir nicht mehr viel gesagt, fällt mir noch ein, zu dem Namen der Sphira an dieser Stelle, Yesod, aber da schon mit Josef und Pharao und so weiter schon relativ viel zum sechsten Tag gesagt wurde, überhaupt Ägypten, das Symbol dieses sechsten Tages auch, sei das für diese Zwecke auch genug, fürs Erste.
Und da jetzt sowieso schon von wegen dreiviertel Stunde das Ganze eher in Richtung das Doppelte, anderthalb Stunden wahrscheinlich geht, beenden wir das hier. Es sei mir noch eine halbe Stunde Genuss vergönnt und der Schutz gewährt von dem Feind, der da lauert in diesen Stunden. Und dann noch Mincha sagen und auf den Weg machen und guten Schabbes euch allen, wie auch immer oder wann auch immer dieses Video dann fertig geschnitten ist und bei YouTube erscheinen darf. Es wird sich zeigen. Baruch Hashem, gelobt sei der Name des ewigen Gottes. Shalom Aleichem.